to die. So, bin immer noch vergiftet. Da habe ich eigentlich jetzt keinen Bock mehr drauf, deswegen gehen wir mal kurz zurück. Decki, Decki, was zum... Vergesst nicht, dass eure Hauptaufgabe hier in Kuras darin besteht, Mephisto zu vernichten. Die alten Horadrim kerkerten den Herrn des Hasses im Inneren des Wachtturmes ein, der sich in der Tempelstadt Travinkal befindet. Wisset, die einzige Möglichkeit, in Mephistos Kerker einzudringen, besteht in der Zerstörung eines Artefaktes, das hypnotische Kugel genannt wird. Mephisto benutzte dieses Artefakt, um die Zakarum-Priester und deren Anhängerschaft zu manipulieren. Es gibt nur eine Möglichkeit, die Kugel zu zerstören. Man benötigt dazu einen alten Kultflegel, der durch einen Zauber mit dem Geist eines standhaften Priesters gedrängt wurde. Schon bald nach seiner Einkerkerung ließ Mephisto seinen üblen Einfluss auf die Priesterschaft der Zakarum wirken. Alle wurden auf seinen dunklen Weg gezogen. Alle bis auf einen, Kalim, den Kehegan des Hohen Rates. Mephisto befahl den anderen Ratspriestern, Kalim zu erschlagen und zu zerstückeln und seine Überreste dann im ganzen Königreich zu verstreuen. Der Priester Sankekur folgte Kalim als Kehegan nach und wurde schließlich zu Mephistos Verkörperung hier auf der Ebene der Sterblichen. Der korrumpierte Hohe Rat schuf eine Kugel, um den Rest der gläubigen Zakarum-Anhänger zu steuern, und benutzte seine Macht, um das Lager ihres Herrn vor sterblichen Augen zu verstecken. Eure Aufgabe besteht darin, Kalims überall verstreute Überreste zu suchen, sein Herz, sein Gehirn und sein Auge. Dann müsst ihr Kalims Flegel und seine Relikte mit Hilfe des Horadrim-Würfels verzaubern und in Kalims Willen verwandeln. Ist dies geschafft, müsst ihr die hypnotische Kugel mit Kalims Willen zerstören, um den Weg ins verderbte Heiligtum von Mephisto zu öffnen. Mann, war das jetzt eine Textediktatur da, ey. Aber... das war endlich mal Ausschluss, ein bisschen über die Story. Finde ich cool. So, was haben wir hier so Schönes? Ach, zu wenig. Näh. Das behalten wir mal hier schön. So, haben wir doch noch eine Quest erhalten. Stimmt ja, jetzt wo ich mich dran erinnere, glaube ich, kriegen wir gleich noch eine Quest. Naja, laufen wir mal. Wir haben eh schon ein bisschen Palaverstunden hinter uns, also warum nicht noch mehr? Wie ich schon sagte, habe ich die Docks mit einem Zauber belegt, um die Dämonen fernzuhalten. Aber in letzter Zeit scheint der Zauber schwächer zu werden. Wenn mich mein Gedächtnis nicht trügt, gibt es eine heilige Skatzim-Klinge, die den Zauber erneuern könnte. Die Klinge wird Gitbin genannt. Findet sie und unsere Zuflucht hier wird sicher bleiben. Seid gegrüßt. Mhm. Quest 2 und 3. Kalims Wille finde ich interessant. Die haben mich voll zerstückelt. Warum müssen wir noch den drei Organen da suchen? Warum nicht noch nach einem Ohr, nach einem Mundstück oder sowas in der Art? Okay, das ist sehr eklig, was ich gesagt habe, aber trotzdem, ich find's komisch. Ach ja, einer hatte gesagt, ich sollte mal nach Eifa gehen. Weil ich dadurch mehr Angriffsschaden habe, aber es kostet mich Mana. Wenn ich einfach so gucke, Schaden plus 12%. Ups, Momentchen. 117. 121, Tatsache. Ich guck mal kurz. Wirkt cool. Doch, das wirkt cool. Danke für die Info, ist mir gar nicht aufgefallen, dass es so cool sein kann. Dann werfe ich eigentlich, oder... was soll's, ich level den mal ein bisschen auf. Ne, ein bisschen aufleveln. So, jetzt machen wir mal immer noch 29 Schaden. Machen wir ein bisschen mehr Treffer, cool. Danke für die Info, wer immer das nochmal war. Den Namen vergessen. Wow.
Somit kann man größeren Gegner ein bisschen schneller beschlagen, fällt mir auf. Ich glaube, es liegt einfach daran, weil ich Paladin zu selten gespielt habe, dass mir es nicht mehr so bewusst gewesen war, wie cool Alpha sein kann. Nun ja, erstmal suchen wir die eigentliche Höhle, die ich hier finden muss. Spinnenmonstergruft ist es ja nicht gewesen. Jetzt suchen wir mal die andere. Da finden wir dann das erste Teil von Kalims Körperteilen. Körperteilen sage ich schon, ich meine von seinen Organen. Ja, beziehungsweise ist ein Augenorgan eigentlich nicht, ne? Organ ist ja so gesehen dann Herz und Hirn. Können wir auch seinen Darm suchen? Oh, eine L-Rune. Mal gucken, ob ich irgendwann am Ende mit dem Runen was anfangen kann, die ich hier so sammle. Und ganz ehrlich, so viel Mana verbrauche ich gar nicht. Ich meine, das Mana, was ich verbrauche, fülle ich sofort wieder auf. Finde ich cool. Seht ihr ja, wenn ihr auf meinen Mana-Anzeige guckt da, die wird ja ein bisschen weniger, wenn ich das mache. Und füllt sich dann sofort wieder auf. Also bisher läuft. So, mein Freund. Oh, da ist er umgefallen. Naja, was soll's. Passiert. Wenn man immer so auf den Stein tretet. Wer bist du denn? Konnte ich jetzt nicht mehr genau lesen. So, aber mein Kollege ist relativ cool. Allerdings, die Eisenwürfel sind besser. Ein makelloser Smaragd? Cool. Das ist cool. Makellos ist geil. Ist hier auch sowas wie eine Höhle? Würde gerne die letzte finden, die ich noch brauche. Ja, die müsste hier sein. Und wenn nicht, dann raste ich aus. Oh, ein Falkenhelm. Mit dem kann man, glaube ich, heute der Druide was anfangen. Oh, was ist der Druide? Ja, müsste. Also, die Spinnenhöhle. Genau, die müssen wir finden. Mal kurz umgucken, ob hier noch irgendwas ist. Huch. Was ist denn da los gewesen? Ach, guck mal an. Da geht's auch noch hoch. Da geht's hoch? Ach, sieh mal einer an. Hm, bisher läuft. Aber warum ist das große Moor? Das bedeutet, wir gehen erstmal hier rein. In der Spinnenhöhle. Und holen uns den Gegenstand. Ich meine, der war immer in derselben Position da unten in der Ecke. Wie mehr. Huch, was zum Teufel? Flammenspinnen. Ah, weg hier, weg hier, weg, weg hier. Die können fies sein. So, ich habe gerade ein bisschen Leben verloren, ohne guten Grund. Hallöle. So, mal gucken, ob mein Gedächtnis mich nicht trügt. Wenn nicht, dann müsste da unten der Gegenstand sein. Tatsache. Ja, der Gegenstand gleich schon. Jetzt bezeichne ich ein Auge als Gegenstand. Obwohl, kann man bezeichnen. Mit dem Auge tut man ja was, ne? Also ist ein Gegenstand. Zack, der Brenner hat ihn beschützt. Und musste dafür elendig sterben. Naja, was soll's. Ist doch nur eine Spinne gewesen. Tretet mal drauf und dann, ne? Obwohl, er ist ein bisschen zu groß zum Drauftreten. Ja, ja. Guck mal, ein Auge. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ja, du hast nicht mehr genug Platz, um ein Auge zu nehmen. Läuft? Ah, guck mal an. Okay. Eine L-Rune. Ich glaube, Rune. Nee, ich mach das hier mal weg. Oder nee, Quatsch. Quatsch. Ich mach den Trank weg. Sag mir Decki noch etwas, wenn ich die Körperteile zu ihm hinbringe? So wieder Körperteile? Ich nehme mir keine Gliedmaßen mit oder so. Ich bringe mir nur ein Auge mit. Aber ich bin gerade überlegen. Sagt der Kani noch was dazu? Na, ich muss sowieso zurück. Also mal gucken, ob er was sagt. Ah, ihr habt ein Auge gefunden. Aber es ist nicht das von Kalim. Komm, der war mal her. Oh, guck mal, eine Falle. Der sagt echt was dazu. Verdammt. Ah, Kalims Auge. Nur dieses Auge kann den wahren Weg zu Mephisto enthüllen. Legt es in den Horadrim-Würfel und fügt Kalims andere Relikte hinzu. Das Gehirn, das Herz und den Flegel. Guten Tag. Bist ja gar nicht sadistisch oder so. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Mal gucken. Ach ja, stimmt, unser Kollege kann ja damit was anfangen. Wo ist denn das Ding her für den? Ach, habe ich gefunden. Stimmt ja. Danke.
Das ist aber ziemlich cool, weil ich für den gefunden habe, ganz ehrlich. Und tschüss, und tschüss. Und tschüss, und tschüss. So, Kohle füllt sich wieder, nachdem wir so oft gestorben sind. Leider wird hier noch nicht gezeigt, wie oft wir gestorben sind. So, ich muss erstmal ein bisschen... Guck mal, eine E-Drohne hatte ich schon noch nicht gehabt. Ich muss erstmal ein bisschen Ordnung reinbringen. Wo ist denn Smart? Ich hatte auch gerade einen... Habe ich verkauft? Habe ich etwa einen Smart verkauft? Ohne das zu wissen? Das wäre ziemlich beschissen. So, ein bisschen Ordnung hier reinbringen. Ne? Und dann schauen wir mal, was wir mit den ganzen Runen so machen können. Wir bekommen hier noch ein paar Runen. Also ist ja nicht so, dass wir nichts mehr bekommen hier an Runen. Den können wir eigentlich mal da reinlegen. Stört eh nur am Platz. So, haben wir Auge. Ja, jetzt müssen wir in Shinder Dungeon nach das Hirn suchen. Aber erstmal will ich da in das... Moment mal. Momentchen. So, Lösungsbuch kurz geholt. Ich möchte gerne wissen, ob es in Großen Moor was gibt. Nein, das Akt 2, da waren wir doch gerade noch. Ah, hier haben wir doch. Großes Moor gibt es nix. Umso besser, suchen wir also nur den Portal und verpissen uns davon wieder. Obwohl das Große Moor hat ja auch eine Verbindung zum Shinder Dungeon. Also kann ich hier doch noch ein bisschen umgeistern. Huch, was ist das denn? Oh, Frösche. Hallo. Aua. Hey, was ging hier ab? Oh, da greift automatisch an. Cool. Ja, also wenn ich einen großen Stein besiege, verwandelt er sich in einen kleinen Stolperstein. Aha, was ist das? Nun ja, alles neue Gegner und der Kollege hier hat ein Level abbekommen. Ich verkaufe dich eh bald, also keine Sorge. Ich will den Eisenwolf haben, aber ich warte noch, bis ich nämlich die zweite Quest erfüllt habe. Denn dadurch werden die billiger. Ich muss ein bisschen weniger Kohle ausschmeißen. Aua, bist du bescheuert? Das bringt mich fast um. Oh nein. Stacheldrescher. Die Typen können richtig fies sein, aber die sind scheiße langsam. So, gibt's hier irgendwas? Irgendwas Interessantes? Huah. Ja. Sumpfbewohner. Jawohl. Toller Name für einen Gegner. Was bin ich denn da? Ein Stadtbewohner? Nee, ich bin ein Stadtmensch. So war das ja. Finde man das Portal hier und man wird reichlich belohnt. Und zwar mit den positiven Kommentaren der Zuschauerschaft. Mann, Leo, das hätte auch schneller machen können. Aha. Knochenfaust. Der Name macht fast schon etwas Sinn. Und er lebt zweimal. Vorteil, wenn so ein Huckepack-Typi, sag ich einfach mal, der Boss ist, dann muss den Boss dann zweimal umbringen und der Boss ist insgesamt schwächer. Und er lässt dann zweimal so coole Sachen fallen. Naja, wenn es coole Sachen wären. Ne, also Heiltränke hat er ja immens fallen lassen, naja. Ich wollte ein Portal finden hier. Könnte da unten sein. Also im großen Moor ist im Fall kein Dungeon. Das bedeutet, ich möchte es einfach nur hinter mir bringen. Am liebsten würde ich sogar mit den jetzigen Parts die gesamten Dschungel hinter mir lassen, damit ich das später nicht mehr machen muss. Weil dann können wir Akt 3 dann locker flockig beenden, dann haben wir kein Problem mehr damit. Dann kommt Akt 4, das läuft auch super. Und ich glaube, hier ist das Portal. Mein Gefühl lässt mich nie täuschen. Ich bin mir sicher, dass hier das Portal ist. Ich war zwar ein paar Mal im großen Moor, habe das Portal aber glaube ich schon nur ein einziges Mal gefunden, es sah so ähnlich aus. Das ist kein Witz, also wenn ihr meine anderen Spielstände anguckt, obwohl, nee, warte mal. Nee, Quatsch, nee, nee, wirklich, habe ich schon einmal wirklich alleine gefunden, den Rest habe ich geschenkt bekommen. Hi. Na, hallo. Tschüssi. Och, diese ewige Beschützer hier. Was wollt ihr beschützen? Ist doch nix. Der Brückenkopf muss geschlagen werden. Huch, er kann sich porten, verdammt. Portal? Hallo, Portal? Warum ist hier kein Portal? So sind hier mein Gefühl, täuscht mich nie. Hey, du Penner. Super, Leo. Mann, hast du ein Portal gefunden, wa?
Und ich wollte in dieser Aufnahmefolge den Sumpf hinter mir lassen. Eine E-Drohne. Da geht es zum Spinnenwald. Und da ist irgend so ein komischer Typ mit einer komischen Aura, der meine Widerstände vernichtet. Die Aura kenne ich. Na gut, dafür konnte er aber gar nichts. Guten... Ja, genau, ich nehme den guten Mana-Trank. Weg damit! So, Spinnenwald will ich ja nicht hin. Also verpissen wir uns nach oben. Ach, Leute. Lasst mich doch einfach hier in Ruhe. Dafür findet man zum Glück den Ausgang des Dschungels relativ einfach. Nämlich also ein ganz bestimmter Bossgegner bewacht den. Und wenn man den gerade hat gegenüber, dann weiß man ganz genau, oh, hier muss es irgendwo sein. Meistens steht er genau davor. Aber nun ja, werden wir höchstwahrscheinlich erst in den nächsten Aufnahmen sehen. Ich glaube, in dieser Aufnahmefolge hier werde ich noch im Dschungel rumgeistern. Für eine lange Zeit. Moment mal, da könntest du eventuell irgendwo reingehen. Guck mal, wie viel schon für den Dschungel entdeckt haben, ne? Huch. Wer seid ihr denn? Ja. Legging! Wetten, sterben gleich einfach? Yeah. So, erst einmal meine Aura verbessern. Noch mehr Schaden. Hihihi. So, meine Statistiken. Ein bisschen Vitalität wäre nicht schlecht. Ein bisschen Stärke und ein bisschen hiervon. Dann machen wir wieder unsere 127 Schaden. So, hier sind jetzt ein bisschen... Huch, was war das? Ein bisschen leer sieht es hier aus. Warum habe ich eigentlich die Hämmerchen hochgelevelt, wenn ich sie gar nicht benutze? Na, die sind später zu gebrauchen, glaube ich. Oder? Mal nachdenken. Wo können wir die Hämmerchen gebrauchen? Ich glaube, ich wüsste wo. Aber um dahin zu kommen, dauert es noch ein bisschen. So. Wir legen uns fest, dass hier nichts mehr ist, dass wir dann nach da oben gehen. Okay, machen wir das doch mal. Bisschen saufen. Ii, was ist das für eine Säure da? Stirb! Alter, ja, 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 klar, du wirfst Flammen für Feuerbälle, ist es klar, ne? Sonst sieht's hier noch auch noch gut. Hallo? Guck mal, hier ist eine Kerze. Oh ja, eine Fackel. Ach, was ist heute mit mir los, ey? Ich verwechsel jetzt schon Fackeln mit Kerzen. Und das Spiel macht's ja auch nicht gerade besser mit mir. Hallöchen, meine Freunde. Was geht ab? Ja, du läufst erstmal gegen den kleinen Stein, wo du nicht rübersteigen kannst. Trotz deiner Größe. Ist klar. Oh, da geht's rein. Portal! Ich komme! Nachdem ich Gegner kille, die jetzt... Keine Ahnung, was ist denn das denn jetzt? Also grün kann ich mir schon vorstellen, was es sein könnte. Aber was ist denn jetzt das Weiße da? Nicht das, was ihr jetzt denkt. Ah, hier ist das Portal. Es sah ja so ähnlich aus. Na komm schon, Portal, ich weiß auch, was du hier bist. Na, also. So, das hätten wir. Jetzt müssen wir in den Shinda-Dungeon. Shinda-Dschungel. Shinda-Dungeon kommt später. Könnte eigentlich hier irgendwo so sein. So, im Shinda-Dschungel gibt es dann drei Besorgungen zu erledigen. Ich hoffe mal, dass wir zwei noch hinbekommen. Erstens das Portal finden, sehr wichtig. Dann Akt 2 beenden und dann halt noch die. Das Hirn? Ja, war das Hirn. Das Hirn müssen wir dann da finden. Aber erstmal finden, wo der Dschungel ist. Und das ist nämlich die Scheiße hier ran. Obwohl, wenn man im Dschungel, wenn man in der Dschungel ist, dann hat man schon die Hälfte locker geschafft. Also ist dann nicht mehr so schwer. Nur halt vom Spinnenwald dahin zu kommen. Und guck mal, wie groß das große Moor ist. Teilweise findet man es gar nicht.
richtig scheiße fies gemacht. Hey Lulu. Ach ja, guck mal.